wo müssen wir? Also, wir haben jetzt ein Tuch, Rezept, Wartenummer, sonst noch irgendwas? Ein Schild, Tankdeckel, Lonzo. Echt, nee, ich glaube, wir haben hier alles abgedeckt. Ah, wir können den Dartpfeil noch mitnehmen. Nice. Ja, sonst hätten wir ja alles abgedeckt. Hier kommen dann diese Sachen rein. Dann gehen wir jetzt mal wieder zur Gasse und schauen mal, wo es weitergeht. Stück für Stück erstmal alles sammeln. Hm, was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Alles klar, wenn du meinst, zur Notfallstation. Ein Hebel? Gucken wir uns erstmal alles um. Lachgascontainer. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Alles klar, ich glaube, Rufus ist ein bisschen durch. Zahnbohrer. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Alles klar. Der Arztschrank. Den kann man sich nicht angucken. Der Baum. Das ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ja, das glaube ich auch. Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Jo, nee, dann drehen wir noch mal den Hebel nach unten. Dann. Ah, wunderbar. Jetzt kann man hier doch vermutlich auch ein paar. Ach, guck mal, Feuerlöscher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay, dann nehmen wir. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Können wir die mitnehmen? Nice. Dann gehen wir doch erst mit dem Hebel noch einen nach oben und dann wieder nach unten mal schauen. Hab ich irgendwas übersehen? Ah, ja, das Polizeifach. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Fußfessel. Kann man irgendwas mit der Fußfessel machen? Nicht, dass ich wüsste. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter und schauen dann später nochmal nach. Ihr merkt euch sicher vermutlich auch irgendwann mal. Ihr merkt euch vermutlich eh alles und wisst alles besser als ich. Weil ihr eine andere Perspektive. Oh, hier sind wir wieder. Andere Perspektive habt als ich. Deswegen ist das vermutlich da ein bisschen einfacher für euch. Gehen wir erstmal mit dem Tuch daran. Und hey, ne? Wäre nice, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet damit. Ey, wie lieber nicht? Ich bin kein Spezialist, aber ich glaube, damit bekomme ich die Scheibe nicht sauber. Ah, mit dem Vorhang aber nicht. Ja, wenn du meinst, ne? Wenn du meinst. Wir brauchen dann vermutlich sowas wie einen Lappen. So, wo müssen wir dann hin? In der Gasse waren wir, hier waren wir. Dann gehen wir doch erstmal zum Wassertank. Hahn des Wassertanks. Oh,
Mehr macht das nicht. Oh, das ist interessant. Hier kann man zum Dorfzentrum, zu Tonis Hütte, zu Wenzels Hütte. Dann gehen wir doch erstmal. Gehen wir erstmal zu Tonis Laden. Ist das auf? Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja, manchmal ist es besser, sich die Sache zu stellen. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Mein Zwerchfell ist noch angespannt von dem Moment, wo du über den Hügel geschleudert wurdest. Autsch, das ist mies. Ey, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Der war gar nicht so schlecht, der Spruch. Warum so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Oh, niemals die Schuhe. Niemals. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Alles klar. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Autsch. Was sind das für Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ey, woher rechnet er doch recht, ne? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du zu viel Kaffee? Ja, nimm mir erstmal das obere. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Das ist aber nett. Hast du zufällig Kaffee hier? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ey, das war wieder unfair. Und ich muss weg. Unfreundlich. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ja, Haken. Finger weg. Von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Boah, kann man jetzt so sehen, wie man will, ne? Haken. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Echt? Braucht man das? Kram. Gewichte, Anker. Ach so. Was man halt so. Hier auch vermutlich dann. Gewichte, was man halt so braucht. Ja, dann hier die Mühle. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen.
Können wir die Mühle auch öffnen? Nee, drin ist dann nix. Schade, dann gibt's ja nicht so viel. Außer eine Stange Hier vielleicht. hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich, aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Hier hing mal der, Alter. aber auch er Er ist ist doch egal. nachdem. Also meine. Ja, ist halt wirklich so. Seine Version klingt wirklich lustiger. Wie war das gleich? Das sind Geschenke. Man gibt. Und du. Tolle Geschenke. Hey, was genau? Oh, Ich doch, schade. dann kann ich meinen Freund offenbar. Okay, du hast du Punkt. Was? Okay, warte. Das ist was Anschreiben? Neues. Wo? Oder. Nicht direkt. Das. Und zum. Warum? Ich. Sorry. Ich. Aus. Finger weg. Toll. Jetzt habe ich den Ist ja Dialog. gut. Kann ich kurz raus und rein und den Dialog neu starten? Hallo? Oder muss ich das ganze Dings neu starten? Leider halten diese Übungen nie lange vor. Irgendwas macht sie falsch. Finger. Ist ja gut. Oh Mann, ey, ich hasse solche Sachen. Das heißt, ich darf sozusagen meinen letzten Speicherpunkt nochmal neu laden, oder was? Mache ich das jetzt? Nur für einen Dialog? Na, besser jetzt als nie, ne? Dann lade ich den jetzt einfach mal. Hey, ne? Dann muss ich eine ganze Menge wieder neu machen. Aber Ah, die das hat. das hatten wir ja alles schon. Dann muss ich mich, beeile ich mich mal ein bisschen. Ich muss ja nicht mehr alles so bereden, ne? Klauen wir erstmal. Ja, klauen wir hier die Sachen. Easy. Dann mit den Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt. Jetzt ja, da die schon. Cool. Dann arbeiten wir mal so schnell es eben geht. Im Schrank. Ja, das weiß ich. Den Hebel noch einmal nach unten. Und dann holen wir hier das weg. Der ist so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh. Dann holen wir uns nochmal die Handschuhe. Und so, dann wird wirklich genau auf denselben Stand wie eben, ne? Dann gehen wir noch mal runter. Ab zum Dorfzentrum. Zum Dorf kehren. Und dann. Ja, ab wieder zu Tonis Laden. Joni. Da tut es mir ein bisschen leid. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Dialog. Ich habe außerdem einen weitergeklickt, weißt du? Ja, und dann dachte ich mir, okay, die eine Stelle habe ich schon verpasst. Dann will ich es ganz durchskippen. Und dann mache ich es einfach neu. Aber hey, ne? Wer wusste denn? Wer kann denn damit rechnen, dass es auf einmal. Hallo? Ah, jetzt. Dass es auf einmal aufhört. Es sieht Also, so aus, als sei dass ich Toni den im Dialog nicht Laden. wieder. Also, dass ich den Dialog nicht wieder machen konnte, wusste ich halt nicht. Ist das nicht der Himmel? Und wer diesmal ich auf die. Und ich mein Leben kenn ich. Wenn ich das. So. Ihr werdet euch alle wund. So, was. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müll. Was sind das für Coupons? Das hatte ich ja alles schon. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenke. Man gibt. Cool. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die. Ich dachte, es sind. Oh. Ja, ne. Den Rest hatten wir ja schon. Ich muss weg. Das sage ich. Aber du. Obwohl, warte mal, gehen wir noch mal durch. Wie läuft Sag ich, das liegt. Oh. Warum war du oh. irgendwo was? Ach nicht. Dann Ich würde gehen wir hier mal ich wieder würde durch. oh. Ich wollte mich und die Haus noch. Wenn es erst einmal Und die hast du zu Hausansicht nochmal und durchgehen. verdienen, wie du. So, jetzt Ich sind wir bei muss der weg. Sache, wie wir beim Das letzten sage ich Mal schon eben seit aufgehört Jahren. haben. So Aber schlimm war das ja du nicht. bist immer. Wir haben ja ein paar Sachen, die wir vielleicht brauchen können. Den Zahnbocher können wir vielleicht für irgendwas gebrauchen. Aber jetzt gehen wir erstmal an die Coupons ran. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde.
Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Ich muss sagen, sie ist schon nett. Also wenn man so denkt, sie lässt Rufus bei sich wohnen und alles. Das ist ja schon nett. ja. Ja, dann lassen wir durch sie mal zufrieden und gehen hier raus. Und wo schauen wir jetzt am besten? Schauen wir doch erstmal bei Wenzel vorbei. Ja, das hört sich doch noch am Plan an. Und dann mal schauen, wenn ich erstmal hier überall durchgegangen bin, gucke ich dann mal, wo wir denn Stück für Stück was machen können. Ich glaube, so ist am besten erst sich alles angucken und dann. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Man merkt, Rufus ist befreundet mit jedem. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Ja, ne? Hast du was von der Frau aus Elysium gehört? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. So, als ob er jeden runterschubst, der das sieht. Willst du gar nicht zum Rathaus? Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Boah, wie assi. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja, worum geht es denn diesmal?
Hast du eine Idee, wo ich gebrannte Bohnen bekomme? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Du machst das schon. Hast du eine Idee, wo ich schwarzes Pulver Hast du bekomme? eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. It's true. Hast du eine Idee, wo ich klares Wasser Hast du bekomme? eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwait geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch was erfinden. Puh, träum weiter. Ihr habt es doch gar nicht versucht. Hast du eine Idee, wo ich belebendes Wasser Hast du bekomme? eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, wo ich energiereiches Wasser Hast bekomme? du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Vergiss es. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn seien wir doch mal ehrlich. Du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Das ist die Wünschelrute meines Das ist Vaters. die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwait gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht, weil er keine Lust hatte. Aber hey, Bis ne? später. Genau. Das ist schon mies. Können wir hier was machen? Bei aller Empathie. Ich habe keine Ahnung, was in einem Menschen wie Wenzel vor sich geht. Merkt er überhaupt, wie klein und unbedeutend er ist? So freundlich, ne? Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Okay, schön. Kann man die mitnehmen? Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin, Teilen wir 50-50? leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Das ist immer nett. Kann man irgendwie in den Keller gehen? Nein. Dann gehen wir doch mal ins Badezimmer. Schwamm. Oh, den hätte ich vielleicht erst angucken sollen. Kaminofen. Kann man den nicht? Echt nicht? Gibt's nichts zu sagen. Wir auch nicht. So, man durfte und Er ist konnte. aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Kann man den Schwamm irgendwie benutzen? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Alles klar, dann ab in die Wohnung erstmal zurück. Hier können wir dann nichts mehr machen, ne? Ah, da unten ist der Keller. Oder plündern wir hier doch mal weiter. Das Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ah, alles klar. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Nein. Oder? Kann man das Rohr auch anfassen? Nope. Zahnbohrer?
Natürlich. Natürlich hat er das gemacht. Natürlich. Das ist so assi einfach. So assi. Das kann man nicht öffnen, ne? Nein. Dann gehen wir jetzt mal in den Dorf, ins Dorf zurück und gehen mal weiter und gucken. Wir haben jetzt einiges mehr bekommen. Aber dann würde ich jetzt erstmal zurück zu Tonys Hütte gehen und mal schauen, was uns da so erwartet.